Hallo und herzlich willkommen Leute zurück zur Spooky's House of Jumpscares. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben in Raum 400 und wieso drehe ich mich die ganze Zeit so im Kreis? Ich weiß nicht. Hier haben wir einen Zettel, Tag 4, Zeugs und so und ja, jetzt geht's weiter. Geh runter, Fahrstuhl, bitte. Wir speichern nochmal. Nice. Okay, weiter geht's. Und ich habe ein bisschen Angst. So, da geht's dann wieder durch diese wunderbare Tür. Nice. Ja, Baumstamm, du erschreckst mich nicht. Du bist scheiße. Pff, okay, nice, Alter. Okay, das Spiel wird immer schlimmer. Tag 5, I can't remember. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Warum ich hierher gekommen bin. Blabla, ich glaube, irgendwas mit Tod. Ja, das sind ziemlich viele Wörter, die ich nicht verstehe, aber nice. Oh, es ist alles so neblig. Das einzige Gute an diesem Nebel ist, dass es so hell ist. Okay, du hast mich ein bisschen erwischt. Tag 7. Nice. Okay, nice. Wir sind schon bei 410. Alter. Kätzchen! Well, hello there. Are you lost, little one? Hallo? This place can help those who are ready, but expect turmoil more than you are used to. This place can help those who are ready, but expect turmoil more than you are used to. Nice. Also dann tschüss. Kommen wir hier irgendwo durch? Da kommen wir durch. Oh, da bist du schon wieder. The mask you wear serves its purpose well, but be careful not to lose yourself in it. Telefon. Was? Telefon klingelt. Was steht da? Bekommen was? Follow. Ich kann da nichts lesen. Das geht zu schnell weg, aber nice. Ja, irgendein Telefon ist da gerade geklingelt. Alter, das sieht hier so creepy aus. Hier kommen wir durch. Was? Ich weiß nicht, ob ich... Die Dinger, darf ich die Dinger berühren? Ich weiß es nicht. Ja, darf ich. Two sides of the same coin. Knowing your projections can help you achieve freedom. Nice. Was ist hier? Ein Auge? Der zeigt auf mich. Wieso zeigt er auf mich? Man zeigt nicht mit einem nackten Finger, mit einem nackten Pfeil auf angezogene Menschen. Oder so. Nice. Ja, kusch dich von mir. Ich will nichts von dir. Tschüss. Ich gehe dann wieder. Nice. Alter, das ist hier ziemlich creepy. Da komme ich nicht durch. Hier ist eine Uhr, eine laute. Damit kann ich nichts machen. Dann schaue ich mal hier, ob hier irgendwas offen ist. Da ist nichts. Da kommen wir durch. What the fuck? Was zur Hölle? Nice. Cool. Was? I don't understand it. Aber gut. Da ist eine Sackgasse. Also von da kamen wir. Dann gehen wir mal geradeaus weiter. Da ist ziemlich viel. Jemand hatte offensichtlich ihre Tage hier. Aber egal. Knowing your shadow can greatly help you, but be ready to see what you'd rather not be. Ich gehe einfach mal weiter. What the fuck? Und ja, das geht immer noch nicht. Die Raumzahl geht nicht weiter gerade. Das sieht hier ziemlich creepy aus. Was ist das für ein... Ah, jetzt geht's weiter. Wieso ist hier alles rot am Bildschirm? Ich weiß es nicht. Oh Gott, was war das? Das ist so creepy. Geh einfach weiter, irgendwie. Hey, nice. What? Ich gehe einfach irgendwo lang. Hier, durch. Hey, was geht ab? Geh einfach durch. Scheiße, das sieht hier ziemlich creepy aus. Was sind das für... Das macht mir hier Angst. Hey, nice. Okay, das ist sehr creepy. Ich gehe einfach mal hier lang. Da. Nice, nice. Nice. Sackgasse. Lauf. Alter, das ist so creepy, die Kreaturen an der Wand da. Schnell, geh weiter.
Puh, das ist sehr creepy, sehr creepy, sehr crappy. Nice, bitte lass mich durch. Let me go. Ich gehe einfach mal hier. Ja, okay, nice. Puh. Da ist die Tür wieder. Geh da bitte durch. Dankeschön. Mann, was ist dies? So. Puh, Alter, das ist so creepy, 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 creepy. Nice, Raum 425. Nice. Die Musik ist sehr nice. Die Musik hat aufgehört, was mir Angst macht. Oh, die Tür ist wieder aus Holz geworden. Nice, wo sind wir jetzt wieder? Es hat endlich... Ich war, okay. Nice. Okay, nein. Schissel, Kanissel. Oh, Mann. I'm very... Oh Gott, schon wieder so ein Scheiß. Nice. Okay. Das war ziemlich leicht. Aber wieder so ein Teil. Oh, da haben wir wieder Videogames. Da, ja, nice. Dann einfach mal weiter. Hoffentlich speichert es diesmal ab 450. Und überspringt den Speicherpunkt nicht wieder. Das wäre sehr nett. Mhm. Oh, schon wieder die schwarzen Löcher an der Decke. Wo lang? Da nicht lang auf jeden Fall. Dann hier lang. Puh, Alter, ich habe Angst, wieder verfolgt zu werden. Was sind das für Geräusche? Hä? Ich dachte, da wäre die Sacker... Okay, ich bin sehr dumm. Aber gut. Hä, ich dachte, da wäre... Ja. Nice. Cool. Egal. Wir gehen nochmal hier weiter. Oh Gott, schon wieder. Really? Mann, ich hasse... Das ist mein Hassraum von diesem Spiel. Diesen Raum hasse ich am meisten. Was? Was sind das für Geräusche, Alter? Schnecke da durch, bitte. Hör auf mit diesem Raum. Oh Gott. Da ist wieder was aus der Decke. Ja. Nice. Stecke ich da durch? Mann, Alter, ich habe so Angst, wenn dieses Spinnviech kommt, Alter. Ich habe so mega Angst. Aber nice, da ist falsch. Da ist auch falsch. Also, hier. Pff. Oh, da ist wieder ein Loch in der Decke. Da wieder. Da wieder. Da wieder, glaube ich. War da wieder. Speichern? Natürlich nicht! Wieso auch, Mann? Es hat nicht gespeichert. Nice. Ich glaube, es wird nie wieder ab Zahl mit 50 speichern. Leider. Puh, oh Gott. Mann. Das Spiel macht mich wirklich sehr fertig. Das mache ich. Das Spiel macht mir viel mehr Angst, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ich schaffe es jetzt locker durch, ohne Angst zu haben, mich zwar ein paar Mal zu erschrecken, aber dass ich nicht so arg Angst habe, aber ich habe wirklich Angst. Aber nicht so arg Angst. Ja, nicht so arg Angst wie bei Layers of Fear. Zumindest nicht bei Layers of Fear. Am Anfang hatte ich mehr Angst, aber dann war Layers of Fear nicht mehr so gruselig. Ja, wir sind jetzt bei Spooky's House of Jumpscares. Ich darf nicht über Layers of Fear reden. Nice. Puh. Okay. Bald haben wir die 500. So, und ich frage mich, wann wir die Axt bekommen, weil so viel ich weiß, bekommen wir noch eine Axt. Habe ich gesehen bei Screenshots. Dass wir eine Axt bekommen. Hm. Mann, bitte 500. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Alter. Kusch dich. Nein. Kusch dich, kusch dich. Lauf, 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 lauf. Mann, dieses scheiß Schleim auf dem Boden. Lauf, lauf. Oh, nicht so ein Scheiß. Nicht so ein scheiß Raum. Komm schon. Vor allem, dieses Viech kann einfach über die Dinge schweben.
Folgt er mir? Folgt er mir? Ja, es folgt mir. Nein! Lauf! Lauf! Okay, gut, unser Leben lädt sich wieder auf. Pff, nice, Alter. Nein, das ist nicht nice, das ist scheiße. Der größte Rotz. Nein, lauf einfach hier lang. So, nice. Hier lang. Lauf, 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 lauf. Komm schon. Folgt ihr uns noch? Ich glaube nicht. Aber ich laufe trotzdem schnell. Okay, der Schleim ist am Boden weg. Ich glaube, jetzt verfolgt es uns nicht mehr. Also, okay, es ist doch noch nicht weg. Nice. Okay, oh Mann. Zack. Zack. Okay, irgendwie müssen wir nie nach rechts gehen, sondern nur immer geradeaus oder links. Nie nach rechts. Aber ja, egal. Okay. So noch 10 Stück, dann haben wir 500. Alter, wenn bei 500 kein Speicherpunkt kommt, dann kotze ich. Dann kriege ich's Kotzen. Was sind das für Geräusche? Alter, das ist so creepy. Okay, ich glaube, es verfolgt uns nicht mehr. Okay. Hallo? Jumpscare nicht. Oh, und diese Geräusche, die sind so creepy. So crappy. Komm schon, gleich haben wir 500. Gleich haben wir die Hälfte des Spiels geschafft. 98, 99. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 100. Bitte speicher. Ja. Hallo. Ja, ich bin hier. Nice. Okay. Out of order. Und noch ein Passwort. Cheese. Käse. Brauchen wir das Passwort? Ich schreibe es mir mal auf, aber ich glaube nicht, weil das letzte Mal stand ja auch ein Passwort dran. Ich schreibe es mir trotzdem auf. Cheese. Nice. Aber ich würde dann sagen, ich beende hier erst einmal die Folge von Spooky House of Jumpscares. Ja, war nice. Es wird immer krasser, das Spiel, und ich halte es nicht mehr aus. Das war's für heute. Ja, wir haben die Hälfte des Spiels geschafft, noch 500 Träume, und wir haben es geschafft. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich selber über eine positive Bewertung freuen, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!